Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Folge hier im ATS. Ja, wir düsen auch jetzt gleich los. Abfahrtskontrolle habe ich schon gemacht. Und ja, wir sind jetzt hier noch in Jiménez, also wir sind noch in Mexiko natürlich. Und die Tour geht nach Ojinaga, also nördlich geht die Tour jetzt. Und zwar, so, da haben wir es. Pelletiertes Tierfutter, ja. Haben wir hier drauf bekommen. 24 Tonnen davon. Wie gesagt, geht nach Ojinaga und ja, erwartet wird das Ganze zwischen 12:49 und 2:19 Uhr, aber das ja, wird bestimmt nicht funktionieren. So, sind 219 Meilen oder 352 Kilometer und das ist angegeben mit 14 Stunden da oben, aber das war bei den letzten Touren ja genauso. Mein Gott, hier die Güterzüge hier. War ja genauso dasselbe Spielchen, das stimmt vorne und hinten nicht, was mir da oben angezeigt wird. Und ja, vergütet wird das Ganze mit $859 brutto. Und ja, soweit, so gut. Gucken wir hier mal. So, hier sind wir in Jiménez, wo wir jetzt gleich starten. Und hier habe ich mal so ein Wegbuch eingesetzt hier. Und dann geht es hier weiter an La Perla vorbei. Und weiter hoch nach Ojinaga. So. Okidoki. So. Ja, kurz und bündig. Hier ist doch nichts angegeben hier. Ne? Also geht halt hier. Ja. Nördlich. Nach Ojinaga. Nicht da. Ojinaga. Genau. Okay. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Wir legen los. Zuvor noch würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Wisst ihr ja, kostet euch nichts und bringt mich dadurch ein Stückchen weiter nach vorne mit dem Ganzen. Würde mich sehr darüber freuen, auch über Lob oder konstruktive Kritik oder wenn ihr auch Verbesserungen loswerden wollt, dann bitte alles in die Kommentare reinhauen. Würde mich auch da freuen über, ne, über irgendein Feedback. Das wäre sensationell. Wird auch, so wie ihr es auch kann, beantwortet. Das ist kein Ding. Und ja. Dann sage ich mal in diesem Sinne, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr so keine Videos mehr und dafür schon mal im Voraus vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei dieser Folge, die jetzt sofort losgeht. Let's go! Na dann! Wollen wir mal. Turn right. Turn right. Okay. Sind wir noch abgesoffen. Das ist natürlich sehr sensationell wieder hier. Okay, dann wollen wir zusehen, dass wir hier vorankommen, dass wir das Ganze jetzt hier, naja, versuchen können wir es ja mal, wie immer. Wir setzen immer alles dran, pünktlich abzuliefern, aber das ist so ein bisschen knapp bemessen, denke ich mal, aber okay, könnte ja klappen. Mal schauen.
eigentlich im Glücksfall mit dieser Fracht, die ich jetzt hier drauf habe, dem Tierfutter. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt wieder hier, ja, sonst wohin fahren, um eine neue zu kriegen, also überhaupt eine neue Fracht natürlich drauf zu bekommen. Aber hat ja letztendlich ja doch noch geklappt. Ja, das schaffen wir noch, ne? Ja, ja. Markierschgrün. Und ja, dementsprechend dann ja, hingefahren, aufgeladen und froh sein, dass es geklappt hat als solches. Okay. Ja. Turn right. Ja, ich kann jetzt hier, sollte ich eigentlich hier wiegen, aber egal. Jetzt bin ich jetzt hier vorbeigehuscht. Und ja. Ob das jetzt Ärger gibt, schauen wir mal. Mal schauen, was es in Okinawa gibt, ob wir jetzt dann, dann wieder in die USA huschen, rübersetzen. Ist ja nicht mehr, ist ja dann schon ein Katzensprung als solches. Wäre so gut wie dann schon wieder in den USA. Oder, also sprich dann in Texas, ne? Und, oder ob es wieder runter geht. Whatever, irgendwas wird sich da dann schon hoffentlich ergeben, ne? Wurde hier eine Niederlassung hier irgendwo in Mexiko, ja, mir zulegen, aber im Moment sieht es dementsprechend nicht so aus, ne? Hat sich noch nichts ergeben, leider. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu fast, ne? Ja, ja. Ich werde ja schon langsamer, kein Problem. Naja, ansonsten ja, auftragsmäßig bessert sich das ein bisschen, sage ich jetzt mal, ne? Also scheint zumindest so, ja. Und jetzt der September ist schon bald rum, schon Ende September jetzt hier und ja, ich denke mal, das ist jetzt vielleicht generell so ein bisschen besser läuft das Ganze. War guter Dinge, ne? Müssen wir ja sein, ne? So positiv das Ganze angehen, ne? Sodass ich dann auch ein bisschen jetzt hier, sei es jetzt, wie gesagt, neue Niederlassung, heißt ja, neue Garage natürlich und dann, ja. Geht die Post an solches ab, Leute wieder einstellen und so weiter hier in Mexiko, sicher so, ja, sicher so, ja, alles so sichern, tonmäßig, ne, dass wir hier auch gut zugange sind, ja, wäre gut. Wäre spitze. Ich werde höchstwahrscheinlich in Okinawa, wenn das klappt mit
mit Molly, also meine Fahrerin, die wird dann wechseln, wird dann den Trailer jetzt von mir dann übernehmen. Und ich weiß gar nicht, was sie jetzt drauf hat. Ne? Wollte mir auch ein, dementsprechend, wie gesagt, wir wollen ja soweit es geht, alles spart mir ja abdecken. Ne? Und ja, mal schauen. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, was sie jetzt hat, hinten drauf hat. Und Trädern. Auf jeden Fall steht das schon mal fest, dass das, wenn sie sagte mir, dass sie ja in diese Richtung auch ist. Ne? Und ja, bremst er denn so ab wieder wie so ein Wahnsinn. Schauen wir mal, ne? Wenn das soweit klappt mit ihr dann, dass sie das auch hinbekommen hat, dorthin eine Tour. Sagte, sie hätte wohl eine Tour dorthin und ja, muss ich mit ihr noch ja, abklären. Und dann haben wir dann auf der nächsten Tour ja, einen anderen Trailer, eventuell dann auch dann dementsprechend eine andere Ladung. Jo, so ist dann der nächste Plan, ne? Ja, wir müssen dann immer untereinander auch ein bisschen flexibel sein, ne? Nützt ja nichts. Jo. Wird schon. Und jetzt setzen wir hier so ein bisschen bergauf, bergab hier. Ja, mein adaptives Bremssystem, ich denke mal, dass der reagiert immer wieder auf den Gegenverkehr, kommt so nah, dann bremst er automatisch dann immer ab. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, warum der auf einmal Tempomat ist drin, warum der, ich habe ja vor mir, ja, der soweit kein Fahrzeug. Dass er auf einmal den so abrupt immer abbremst. Jetzt gleich, ja, wenn ich jetzt den Truck da vorne habe, der ist ein bisschen langsam unterwegs. Ja, ich versuche jetzt hier mit Schwung jetzt hier hochzukommen. Wir haben eine 50 drauf, aber der Kollege da vorne scheint nicht so. Ja. Aber mach mal, just do it. Ja, dann mach mal. Sehr langsam unterwegs, der Kamerad hier. Aber hier kann ich auch nichts machen, ne, mit überholen. Lieber nicht. Aber wenn ich. Naja. Aber er muss doch jetzt mal Gas geben, ne? Weil jetzt haben wir ja keine Steigung, als solche so extrem. Ja, ein bisschen haben wir ja, aber. Naja, und meine anderen Leute, die sind auch, ja, ich kann nur sagen, kreuz und quer, ne, müssen da auch zusehen, dass sie klarkommen mit ihren Aufträgen. Ne, da sind sie da, da ist ja jeder für sich da so selbstständig, das ist ja gut. Hauptsache die Kasse klingelt allgemein gut und dann geht es uns allen gut. So ist es. Ja, komm, fahr, wir haben noch grün. Alter Verwalter. Ich weiß jetzt nicht, was hier vor ihm noch ist, aber. Kannst doch fahren, oder? Oder? Also gleich kommen wir gar nicht hier den Berg hier hoch. Du kannst doch Gas geben. Ja, das ist schon.
meine, ich habe ja, immerhin habe ich ja auch etwas hinten drauf, ne? Also leicht bin ich ja auch nicht, ne? Ich habe auch 24 Tonnen drauf. Aber der kriegt ja gar nichts geregelt hier vor mir. Junge, Junge, Junge. Holy moly, sag ich dazu nur. Holy moly. Wie sieht's hier aus? Wann müssen wir jetzt hier? Wo bin ich denn da? Ach, da bin ich schon. Ging aber ziemlich zügig das Ganze. Ne? Jetzt habe ich sogar hier meinen Haltepunkt ja, ein bisschen verschwitzt. Ne? Sag ich mal, okay, naja, dann ist es halt so, ne? Aber das liebe ich ja, ne, hier, ne? Dass der nicht Gas geben kann, ne? Wo der hat ja, was hat der denn drauf, einen ganz lang, ne? Ein Triple, ne, oder was, ne? Ja, kann ich ja verstehen. Ja. Vom Gas gehen. Ja, ich meine, noch langsamer geht's ja wohl nicht. In 200 meters, turn right. Ja. Okay, doki. Ja, ist ein bisschen länger das Ganze hier. Ah, jetzt geht's glaube ich voran. Oh, jetzt biegt er auch nach rechts ab. Turn right and then turn left. Turn left. Junge, 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 Junge. Ja, dann schleichen wir mal weiter hier so. Wenn wir nicht ganz stehen bleiben, ist ja alles gut, ne? Das kann doch nicht angehen. Also ich werde ihn jetzt gleich überholen. Das ist schon mal ein Fakt. Aber vor der Kuppe da will ich das nicht machen. Man weiß ja nicht, was uns da noch schnell entgegenkommt. Aber solange ich hier überholen kann oder darf hier. Geschafft. Sehr schön. Hoppla. Da muss ich schon jetzt auf der Spur bleiben. Ne? Junge, 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 Junge. Ja, die Gelegenheit am Zopf ergriffen hier. Ja.
Ja, ich weiß. War ein enges Höschen, sagen wir mal so. Aber ja, wo holen konnten wir, das war ja kein Ding. Jetzt ist wieder nichts mehr mit überholen. Also gleich wieder, jetzt können wir gleich wieder überholen. Und der Vordermann da scheint ja, scheint, sag ich jetzt mal, gut unterwegs zu sein, so wie wir. Ja. Ja, man muss ja nicht rasen, ne? Das soll ja auch nicht, aber. Gut, er konnte nicht, ne, wer weiß, wie viel er drauf hatte insgesamt. Aber ist natürlich jetzt für alle, die dir nachkommen. Ich hatte hinter mir ja auch eine Schlange ohne Ende. Also, und wie es aussieht, sind die immer noch hinter dem her, weil läuft ja nicht. Naga. So, da sind wir doch schon. Sehr schön. Oh, schickes Wohnmobil. Aber wir Keep halten to the right das. Ja. and then turn right. Okay. Turn right. So. Jo, angekommen Keep to jetzt the hier. right and then turn right. Turn right. Müssen wir ja. Jetzt hier schon angekommen sein hier. Kann nicht mal allzu weit sein, ne? Wie ein Schrottplatz. Eieiei. Oh, ein bisschen windig, ne? Okay. Oh, die Kühe. Die nehmen wir mal gefährlich hier. Will ich mal sagen. So, da werden wir auch schon. You have arrived at your destination. Sehr gut. Funktioniert ja bei ADM hier. Ja. So.
liebe Leute, dann wird der Atze sich mal hier erstmal hier anmelden und dann schauen wir mal, ne? Ob wir hier dran kommen. Okidoki, bis gleich. So. Da soll ich da reinfahren jetzt hier in diese. Ja. Naja. Also zumindest ein Stück weit rein. Er will dann nicht seine Karre da wegfahren. Seine Kutsche. Bisschen Patina, ne, hat dieses Fahrzeug oder der Rest davon, was da steht. Naja gut, wollen wir mal uns mal dort hineinbegeben. Das ist ja noch so ein tolles, Fahrzeug. Wie sieht es denn da aus? Oh. Jo. Nach vorne korrigieren. So. Ich bin so weit drin. Oder? Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal dran. So, okay. So. Okidoki. Angekommen in Okinawa. Alles gut. Müssen wir jetzt nur jetzt abladen, das Ganze, und dann haben wir es. Ne? Erledigt. So. Hoffe ich mal, dass ich hier was bekomme. Aber viele Möglichkeiten habe ich, glaube ich, hier in diesem Örtchen nicht. Ist nicht gerade hier eine Großstadt, ne? Das ist etwas Kleineres hier. Naja, schauen wir mal. Okay, Leute, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit mir hier am Start beim ATS oder auch beim ETS2. Würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten, ja, bleibt gesund und euch allzeit gute Fahrt. In diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.